Ja, die Kapelle des Priesterseminars ist so ein bisschen ein Herzstück des Bistums. Das weiß ich ja selber aus den Jahren der Priesterausbildung, in denen ich tätig war. Hier an dem Ort fühle ich mich wohl. Das ist die Nähe Gottes, die zu spüren ist. Und die wird mir ja auch immer deutlicher jetzt im Zugehen auf die Bischofsweihe. Gott berührt dich ganz existenziell. Gott will dich senden, dich beauftragen, dir ein Amt übertragen. Und er tut das im Sakrament der Weihe. Das ist etwas, was mich innerlich natürlich ganz, ganz besonders stark berührt. Das ist so etwas von meinem inneren Zugehen auf diesen Tag des 18. September, der ja äußerlich so viel Aufmerksamkeit findet. Mein Wahlspruch führe zusammen ist ein Stoßgebet. Man müsste also eigentlich ergänzen, Jesus führe zusammen, denn es stammt aus dem Trierer Pilgergebet, das wir bei der Verehrung des Heiligen Rockes sprechen. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Da ist alles drin, ein intensives Beten um die Einheit aller, die zu Jesus gehören. Nach der Bischofsweihe selber freue ich mich ja auf die Begegnung. Also nach der festlichen Liturgie im Dom ist im Bischofsgarten eingeladen. Wenn auch noch das Wetter mitspielt, werden hoffentlich viele Menschen da sein und ich die Gelegenheit habe, viele kennenzulernen, zu grüßen und meiner Freude Ausdruck zu geben, dass ich jetzt hier bin. Lieber Gott, ich hoffe, du hast deine guten Hände im Spiel bei all dem, was ich jetzt erlebe und was die Limburger erleben, das habe ich schon mehrfach gesagt. Ich lerne darauf zu vertrauen und spüre auch an der Ruhe, die sich in mir mittlerweile breit macht, dass kann nur so sein, dass der Herr selber hiermit unterwegs ist.